Liebe Brüder und Schwestern, wir hören das Evangelium vom vierten Adventssonntag im A-Jahr des Matthäus 1, 18 bis 24. Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären. Ihm sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Liebe Brüder und Schwestern, Maria war ja nach dem Besuch des Engels gleich zu Elisabeth geeilt. Und nach 3 Monaten kommt sie ja wieder zurück. Und sicher hat dann eben Josef, ihr Mann, eben festgestellt, dass sie eigentlich ein Kind erwartet. Ich glaube, das war, das kann man wohl so auch so ausdrücken, für beide ein unwahrscheinlich tiefer Schmerz. Weil beide, ja, wie es von Josef ja gesagt wird, er war der Gerechte. Also sie waren wirklich sehr, ich möchte es mal menschlich ausdrücken, sehr feinfühlige, sensible Menschen. Nicht? Und umso mehr erlebt man dann den Schmerz von Enttäuschung. Maria hat sicher gelitten, dass sie Josef das Geheimnis nicht sagen konnte. Wie soll er es ihr glauben? Es ist ja unvorstellbar. Also sie konnte nur warten, bis Gott selber, so wie er sich bei ihr gemeldet hat, eben auch dem Josef den Weg zeigt. Was soll sie denn sonst tun? Und was es für Josef bedeutet hat, diese Enttäuschung eines so tief, ja, fühlenden Menschen, solch gerechten Menschen, der einzige, der in der Schrift als der Gerechte bezeichnet wird. Nicht? Das heißt ja, Maria war mit Josef verlobt. Die jüdische Verlobung war ja bereits der Beginn der Eheschließung, sodass Maria schon die Frau des Josef genannt werden konnte. Das war normal. Also von der Verlobung bis zur Heimholung der Braut in das Haus des Bräutigams blieb die Braut im Haus der Eltern. Und es wird sehr klar ausgedrückt, dass das Kind durch das Wirken des Heiligen Geistes empfangen war. Nun, Josef wusste ja nicht, woher das Kind kommt. Er wusste nur eines, dass es von ihm sicher nicht ist. Folglich hätte er nach dem Gesetz des Mose jetzt einfach Maria vor 2 Zeugen entlassen können, sodass es dann praktisch öffentlich bekannt geworden wäre, dass sie wohl mit einem anderen Mann
ein Ehebruch gelebt hat. Ja? Und dann wäre die Steinigung nach dem Gesetz des Moses die Folge gewesen. Also man muss sich mal das alles so vorstellen, diese Situation für beide. Und deshalb wollte er sie heimlich entlassen. Er war gerecht, er wollte sie nicht ausliefern. Da spüren wir etwas von diesem Begriff, er war gerecht. Nun, als er so litt, kann man schon sagen, mit diesem Gedanken, da offenbart ihm der Engel des Herrn das Geheimnis. Und Maria wird von diesem Engel des Herrn seine Frau genannt. Nicht? Und das heißt dann, fürchte dich nicht. Dieses fürchte dich nicht hat mir mal ein Exeget auch noch erklärt, der sagt, der also auch überzeugt ist, dass das Matthäusevangelium zuerst in einer anderen Sprache übersetzt war, in der eigentlich ursprünglichen Sprache, die Jesus gesprochen hat, Aramäisch. Und im Aramäischen, dieses fürchte ich nicht, sei das der Inhalt, also auch hier im Griechischen kann man den Inhalt so finden, nicht einfach nicht fürchte dich nicht, sondern hab keine Scheu. Hab keine Scheu, deine Frau zu dir zu nehmen. Also es zeigt wohl, dass Josef nach dem, was der Engel ihm gesagt hat, dass das Kind vom Heiligen Geist ist, dass es einmal die Menschen von den Sünden erlöst, dass er dann der Gerechte sich nicht würdig fühlte, eine heilige Scheu hatte, nun Maria als Frau zu sich zu nehmen. Eben diese Vaterschaft für dieses Kind anzunehmen. Es war eine heilige Scheu. Ich glaube, das ist die bessere Übersetzung und wird auch dem ganz Ursprünglichen entsprechen, würde auch der Haltung des Josef entsprechen, von dem, was der Engel ihm da alles gesagt hat. Ja. Und Josef wird hier Sohn Davids genannt. Dieser Titel gilt in der ganzen Heiligen Schrift ausschließlich nur Jesus. Sohn Davids war Jesus, der Kommende, der verkündet wurde als der Sohn Davids, der ewig auf dem Thron Davids sitzen wird. Und hier wird Josef einzigartig ebenfalls Sohn Davids genannt. Und zwar deshalb, weil Josef ja Jesus als sein gesetzlicher Vater in den Stammbaum Davids einbinden soll. Nicht? Und deshalb die Annahme an Sohnesstatt vollzieht sich ja durch die Namensgebung. Drum sagt der Engel und gibt dem Josef den Auftrag, dem Kind den Namen Jesus zu geben. Immanuel, Gott mit uns. Ja? Und deshalb auch diese Aufforderung, nicht? Er bekommt den Auftrag, Jesus gleichsam in diesen Stammbaum des David hineinzubringen. Nicht? Er ist ja dann, wenn er den Namen dem Kind gibt, ist er der gesetzliche Vater. Und Jesus, dieser Name, den er ihm geben soll, Jeshua, ist eine Verkürzung von Jehoshua, hebräisch, nicht? Und heißt zu Deutsch, Jahwe ist Heil. Also wir spüren hier auch diese heilige Scheu des Josef, da spüren wir etwas von seinem innersten Sein, von diesem Begriff, was es heißt, er war der Gerechte, ja? Dass er sich gescheut hat, nicht? Diesem, der die Sünden der Menschen hinwegnimmt, der die Menschheit erlöst, gleichsam ein Vaterstaat zu dienen. Und der Engel, das ist wieder ganz interessant, was wir letzten Sonntag schon betrachtet haben, die sicherste Beweisführung ist immer
der Berufung auf das Wort Gottes. Und der Engel zitiert ganz klar das Wort, das der Herr, das heißt eigens, das der Herr durch den Propheten gesagt hat. Also ganz klares Wort Gottes, das der Herr durch den Propheten gesagt hat. Und also als Gottes Wort. Nämlich, es untermauert, kann man sagen, die Zeugung durch den Heiligen Geist. Nicht? Und zugleich die Jungfrauengeburt. Nicht? Was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Die Jungfrau wird ein Kind empfangen. Dieses Seht, das ist dieses Erschreckende, ja, etwas, wie soll man sagen, Aufregendes. Die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären und man wird ihm den Namen Emanuel geben. Das heißt, übersetzt, Gott ist mit uns. Nicht? Dem Josef wird aber gesagt, er soll ihm den Namen Jesus geben. Jahwe ist Heil. Ja. Also wiederum, der heilige Josef wird durch den Engel überzeugt durch das Wort Gottes. Merken Sie es wieder. Nicht, weil der Engel erschienen ist im Traum. Nicht, das kann ja Täuschung sein. Nein, der Herr hat das gesagt. Und dieses Wort Gottes gibt dem Josef die Sicherheit, dass er diesen Auftrag annehmen muss und annehmen soll. Ja. Sein Name Emanuel wird übersetzt, wie gesagt, weil Jesus als der Gott mit uns einfach ein zentrales Anliegen des Evangeliums überhaupt ist. Nicht? Und aufgrund dieses Zeugnisses, also dass das Wort Gottes es ihm bestätigt, dass dieses Außergewöhnliche, der vom Herrn schon längst durch den Propheten vorausgesagt ist, das sich jetzt bewahrheitet, nicht? Aufgrund dessen gibt es keine Überlegung mehr für Josef, sondern er tat, was der Engel ihm befohlen hatte, als er erwachte, und er nahm seine Frau zu sich. Liebe Brüder und Schwestern, ich glaube, wenn wir so jetzt dieses Wort Gottes durch den Advent so betrachtet haben, gerade an den Sonntagen, werden Sie wieder spüren, es ist immer wieder die Berufung auf das Wort Gottes. Und deshalb ist es so wichtig, auch heute, wie auch schon der Apostel, auch Petrus, meine ich, glaube ich, war es, dass das Wort Gottes ist für uns die sicherste Form der Beweisführung. Die sicherste Garantie für die verschiedensten Aussagen. Und auf dieses Wort Gottes können wir uns verlassen. Denn Gott selber steht hinter seinem Wort.